Hallo Freunde, alle FC-Fans grüße ich hier. Spiel ist noch. Wir haben jetzt 88 Minuten gespielt. Ich bin total aus dem Häuschen. Ja, die erste Halbzeit war natürlich eine Grotte vom FC. Ein Doppelschlag von Bayer Leverkusen, wo wir wieder unmöglich reagiert haben in der Vorwärtsbewegung. Fehlpass vom Psychos. Modest wollte das Spiel schnell machen. Und ich habe mich wahnsinnig geärgert in der ersten Halbzeit. Es war einfach nur bitter. Aber man hat gesehen in der Zeit, dass Leverkusen eben halt eine Spitzenmannschaft ist. Und ich habe gedacht, Mann, Holger, hoffentlich kriegst du nicht wieder 4-5. Da kamen mir schon wieder Gedanken hoch. Ich muss ab und zu mal rüber gucken. Hoffentlich geht das nicht wieder so aus wie vorher, ist ja, dass du 4-5 kriegst da. Das Torverhältnis machen wir uns dann auch noch kaputt. Und ich hätte nicht mehr einen Pfifferling gesetzt, das sage ich euch ganz ehrlich. Obwohl ich ein 2-2 getippt habe, hätte ich nie gedacht, dass wir hier noch zwei Tore machen. Zwei Tore durch Anthony Modest. Entschuldigung, es läuft noch. Und deswegen, nicht wegen den zwei Toren, war er für mich der beste Mann auf dem Platz. Er hat hingearbeitet, er hat Eckbälle weggeholt mit dem Kopf. Er hat nach hinten gearbeitet, er hat gegrätscht. Also das war wirklich bärenstark, Anthony, das muss ich ganz klar sagen. Und wer mir noch ganz gut gefallen hat, war Lubicic. Oh, Stimme wird etwas heiser, wir haben jetzt 89-15. Freistoß für Leverkusen, aber ist in der ersten, in der eigenen Hälfte. Was habe ich mir da noch hier? Ja, also im Aufbauspiel war mir eben halt schwach. Der Psychos hölzern gewirkt und wir sind überhaupt gar nicht ins Spiel gekommen. Wir hatten zwar eine gute Möglichkeit durch einen Hector seinen Fernschuss 20 Meter und durch einen Modest-Kopfball, aber sonst ging nicht viel was. Wie der Reporter das auch sagte, wir kamen auch einfach nicht frei zum Abschluss. Es war eben halt irgendwo... Ja, es war Käse und ich habe gedacht, na, das geht doch so und so wieder in die Hose. Wie gesagt, ich hätte kein Pfifferling mehr auf den FC gesetzt. Und jetzt wollen wir noch, jetzt ist 89-50, hoffentlich machen die Pillen nicht noch irgendwas. Und wenn wir jetzt den Punkt machen, dann können wir zufrieden sein, dann haben wir 13, denn jetzt kommen dann schwere Spiele, was heißt schwere Spiele? Wir müssen zum BVB spielen gegen Union Berlin, aus, einmal vor uns, und müssen auch noch... Dann in Mainz spielen, was auch wieder sonntags ist. Freunde, wir wollen hier live dabei sein. Wir wollen live dabei sein. Ah, oh, nein. Der muss kommen. Nochmal eine Ecke für den FC. Vielleicht klappt es nochmal. Der Andersen hat das Tor hier. Das Volk ist aus dem Häuschen, Freunde. Wenn wir jetzt noch eins machen, drehe ich ab hier. Ah, oh, Özcan in der Mitte gelegt zu Andersen. Schade, nicht ganz geklappt, aber ein Eckball. Ut schießt die Ecke. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann drehe ich ab hier. Wenn da jetzt noch was passiert. Ich hab, wie lange ist Nachspielzeit? Ich habe nichts gehört jetzt. 2-2. Komm. Ja. Da! Oh! Ein Kopfball vom Andersen und der Radecki, der hält den Ball da. Scheiße. Das war nochmal ein Ding. Leute, also das wäre hier unglaublich gewesen. Und ich weiß auch nicht, ob es in der Art und Weise verdient gewesen wären, wenn wir hier das Spiel jetzt noch 3-2 gewinnen, weil die erste Halbzeit lief total an uns vorbei. Mann, pfeif ab mit dem Punkt. Bin ich zufrieden, du? Nein, nein, nein. Ach, klasse, Jonas Hector, klasse. Ach, wie lange ist dann die Nachspielzeit? Also, Freunde, ich will euch nicht lange hier am Apparat halten, aber jetzt will ich auch nicht mehr abschalten und... Baumgart wechselt nochmal. Schaub kommt jetzt. Wer geht? Für Marc Uth, der Auna. Also läuferisch und kämpferisch kannst du der Truppe keinen Vorwurf machen. Das ist Baumgart-Blut heute live gewesen. Dass es so zurückkommen in der zweiten Halbzeit, hätte ich niemals für möglich gehalten. Wie lange? Oh, ja, wie lange lässt dann der nachspielen, der Drecksack? Jawohl, wir haben... Oh, Leute, 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 es ist wirklich, es ist sowas von aufregend Einwurf für uns. Ich habe jetzt nicht mitgekriegt, wie lange, wir haben jetzt die 92. Spielminute. Was hat dann der gesagt, wie lange es noch ist? Mensch, ich habe es nicht verstanden, weil dürfen ja auch keine Live-Bilder gezeigt werden. Aber ich hoffe noch, dass wir die paar Minuten noch überstehen. Und wie gesagt, dann haben wir ein Punktchen gemacht gegen Bayer Leverkusen. Und dann, also den unterschreibe ich. Und ich glaube, ich habe auch noch richtig getippt. Habe ich 2-2 getippt? Ich weiß es, glaube ich, gar nicht mehr. Oder 1-1 oder sowas ähnliches. Oder FC nochmal im Angriff. Komm jetzt, Jan, spiel raus. Modest, jetzt ist er auf dem Flügel. Dann kann er keinen Koppeldor machen. Aber ist egal, nochmal ein Abschluss. Oh, Dieman, nochmal ein Fernschuss übers Lattenkreuz. Oh, Leute, pfeift doch ab, Junge, pfeift doch ab. Also, wie gesagt, den Punkt, den haben wir uns dann redlich verdient aufgrund der zweiten Halbzeit. Weil, ich weiß auch nicht,
ob wir dann so stark geworden sind oder ob die Pillen sich so weit zurückgezogen haben und fühlten sich auf Grund genommen so sicher, dass sie das Spiel klar für sich entscheiden. Feierabend, Freunde, 2-2, ich bin glücklich. Jetzt gibt's Manchester United gegen Liverpool, das kann man in aller Ruhe angucken. Und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ihr könnt es gerne kommentieren, wie ihr das Spiel gesehen habt. Ich unterschreibe den Punkt. Ich hätte es nie gedacht, dass wir noch einen machen. Ich bin hochzufrieden. Für immer FC. Ciao, euer Olli.